in der Arbeit, in der Klinik fiel immer wieder auf, dass Patienten trotz bekannter Herzproblematiken ihr Leben nicht im Stil verändern konnten. Andere Patienten wiederum führten ein scheinbar perfektes Leben und wurden trotzdem herzkrank. Da musste mehr dahinter stecken und das wollte ich verstehen und damit befasst sich das Buch. Das Besondere der Gefühle ist, dass wir sie auf der anderen Seite auch quasi gelernt haben, zu Hause. Und dass, wenn wir anderen Menschen begegnen, die eine andere Lebensprägung für die Gefühle haben. Also Gefühle sind wie Farben in einem Malkasten, die bei Benutzung eben durch Durchmischungen nicht mehr klar sind. Und in diesem Buch geht es darum, diese Gefühle wieder als reine Farben sozusagen wahrzunehmen und dadurch weniger irregeleitet zu sein. Es gibt ja sogar ein neues Fachgebiet, Psychokardiologie. Also wir wissen, dass Menschen, die einen Herzinfarkt erleiden und gleichzeitig in einer Depression stecken, vierfach häufiger sterben als Menschen, die gerade keine Depression haben. Also diesen Zusammenhang gibt es ganz klar und wir sind als Spezialisten und Kardiologen eher gewöhnt, Messwerte zu erheben, uns das Herz im Ultraschall anzuschauen und daraus eine Bewertung zu machen. Alle diese Aspekte sind nicht primär auch Lehrinhalt für einen Kardiologen, werden in auch der Spezialisierungsprüfung nicht abgefragt. So dass hier eine Lücke ist, die das Buch jedenfalls für Patienten, aber auch vielleicht für Kollegen schließen helfen. Das Besondere hier, und das möchte auch das Buch unterstützen, sind, dass wir Symptome und ihre Gefühle sozusagen in Verbindung bringen, in dem Wissen darum, dass wir Gefühle beeinflussen können und damit auch indirekt Krankheiten. Und zunächst sind Gefühle etwas scheinbar Schwammiges, Unkonkretes. Tatsächlich führen sie aber, wenn wir zum Beispiel innerlich Stress entwickeln, immer zu einer Kampf- und Fluchtsituation. Das ist gesetzmäßig. Und wenn wir solche Mechanismen bei Patienten entdecken, haben wir einen anderen Zugriff darauf und können mit ihnen arbeiten. Einer dieser Beispiele ist, dass die Gefühle alle einen bestimmten körperlichen Lieblingssitz bevorzugen. Die Trauer am Hals, die Liebe, die Wut, Glück, die Eifersucht als etwas, was sogar zweiteilig in unserem Körper und der Nierenregion angesiedelt ist. Also wir können allein damit sehr konkret mit Patienten arbeiten, wenn wir diese Kenntnisse haben und sie auch anwenden können, weil sie werden uns von den Patienten erzählt. Wie in dem Buch beschrieben wird, sind die Gefühle sehr viel dichter an unseren körperlichen Strukturen heran. Das heißt, wenn wir uns mit ihnen befassen, bekommen wir auch einen ganz neuen Zugriff, nicht nur auf unsere Gefühle, sondern letztlich auch auf die Entwicklung von Krankheiten. Und dieses neue Niveau verbindet eigentlich mehrere Methoden miteinander und ist in der Praxis außerordentlich erfolgreich.